Hallo und willkommen bei Outpost Zero, einer weiteren Folge mit mir, dem Max. Ja, wir stehen hier vor der Basis wieder, überlegen, was wir machen können und da fiel mir ein, wir können ja ein neues Verteidigungskonzept ausprobieren und Umbaumaßnahmen, die stehen ja auch an. Ich denke mal, das werden wir miteinander verbinden. Wir müssen Türme einreißen, Türme upgraden, neu aufbauen. Wir müssen die Ecken vergrößern, damit mehr Türme oben drauf passen. Und wir brauchen einen sogenannten Man-Stop-Zaun oder eine Man-Stop-Mauer. Also quasi, wir müssen nicht Man-Stop, aber Roboter-Stop kann man sagen. Die Mauer, die kleine, soll die Roboter daran hindern, an die Base zu kommen, während die Türme von oben runterschießen. Die Mauer soll nicht so hoch sein. Es gibt ja so eine halbe Mauern, damit die dann freies Schussfeld haben. Ich glaube, das ist so, ja, wie so eine Art Schutzwall, Schutzgraben. Das ist das, was wir machen werden. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Ich hoffe mal, da kommt jetzt auch nichts irgendwie um die Ecke, weil wir müssen hier so ein bisschen einreißen. Ich lasse dann erstmal die Türme stehen. Den muss ich aber hier einreißen. Das geht gar nicht anders. Das nehmen wir mal raus und das auch. Und dann Demolish. Und dann nehmen wir den mal weg. Und den hier, nee, den können wir ja stehen lassen. Die Lichter müssen ab. So. Das haben wir auch. Und da oben müssen wir auch umbauen. Oh, das kann passieren, dass das wegbricht da oben. Eieieiei. Da müssen wir mal gucken. Ich werde mal da oben die Sachen mal abbauen. Die anderen Türme lassen wir erstmal stehen. Vielen, vielen Dank übrigens noch für diesen wertvollen Tipp. Mit dieser Autotür-Funktion funktioniert einwandfrei und löst so viele Probleme. Also, geiles Ding. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen das hier einreißen. Das müssen wir nach 1 verlegen. Das heißt, das müssen wir ja auch einreißen. Oh Gott, das heißt, wir müssen ja das ganze Dingend einreißen. Na, das wird ja spaßig werden. Mann. Das wird mir hier alles wegbrechen. Das weiß ich jetzt schon. So, ist es hier? Nee, das ist es nicht. Hier, das ist es. Na gut, machen wir mal mit. Man weiß ja nie, wenn wir das hier wegnehmen. Also jedenfalls das untere. Mal gucken, wenn wir das wegnehmen. Nee, es bleibt stehen. Oh, das ist ja gut. Dann hätte ich ja da oben nicht abreißen müssen. Aber egal. Das muss jetzt nämlich um 1 verlängert werden. Und auf der anderen Seite auch. Das heißt, hier müssen wir auch. Oh, guck mal, das steht von allein. Herrliche Luft hier. Gut, dann mal gucken, ob das auch gleich nochmal hält, wenn wir das hier abbauen. Es hält. Ich glaube es ja nicht. Es hält. Ja, Mensch. So sieht schon mal besser aus. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze ja nach unten auch noch wegmachen. Das heißt, wir müssen das hier wegreißen. Das müssen wir jetzt sozusagen an jeder Seite machen. So, und den müssen wir hier auch. Okay, ja gut, die Ladestation. Na, passiert. Hätten wir vorher wegnehmen können, aber ja, halb so wild. So, und jetzt brauchen wir Foundations. Eine Eckfoundation. Können wir die nochmal aufwerten. Stahl und Glas haben wir ja zur Genüge mittlerweile. Und das geht jetzt deutlich schneller. Da ich ja auch, wie ihr seht, neue Tools habe, neue Rüstung habe. Bis auf hier das eine noch. Da muss ich noch mal ein paar Sachen herstellen. Ansonsten läuft alles. Läuft. Gut, jetzt habe ich hier... Das muss ich auch wegnehmen. So. Und hier brauchen wir ein abgerundetes Eck, ein Ende. Damit wir erstmal hier längeren Turm bekommen. So, geht deutlich schneller. So, 2 haben wir. Oh ja, da weiß ich nicht, wenn ich die Wand jetzt wegnehme, ob das nicht wegbricht. Mal gucken. Nee, es hält. Es hält. Es hält wahrscheinlich von allein. Na gut. Wenn das hält, ist gut. Dann brauchen wir jetzt eine Eckwand. So. Und hier brauchen wir eine ganz normale. So. Das Ganze müssen wir jetzt hier auch noch wegreißen.
Also man sieht schon, da muss man so einige Umbaumaßnahmen muss man schon machen hier. Das erhöhen wir hier nochmal. Das auch. Ah, es ist wirklich schön, wenn man dann schneller bauen kann, auch auf Tier 2. Weil es hat ja doch schon etwas länger gedauert. Das Ganze hier werden wir jetzt hier zuschustern. Mit einer Decke. So, und hier brauchen wir das. Hier können wir erstmal T1 lassen. Oder können wir hier auf upgraden. Oh. J. Nun müssen wir. Und jetzt wird spannend. Wir müssen jetzt hier das ganze Dingens so wie unten bauen. Da brauchen wir diese Eckwand. Und jetzt müssen wir das. Oha. Mal gucken. Ne, geht. Funktioniert. Oh nee, sag nicht, dass ich jetzt einen Earthquake bekomme. X2Y1. Gott sei Dank. X2Y1 ist hier unten. Haben wir Glück. Das wäre jetzt natürlich etwas unschön. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, was wir brauchen. Das müssen wir ein bisschen verlängern. Hier, so. Ja, perfekt, passt. So habe ich es mir vorgestellt. Und den auch noch. Werden die Fenster ein bisschen kleiner, aber wir haben ja eine Aussichtsplattform. So, das wird ein bisschen größer hier. Da oben, das müssen wir noch wegnehmen. Hier drüben genau dasselbe. Ach, hier, wartet mal. Die Storage Container. Die können wir später nochmal stellen. Die waren eigentlich nur dazu gedacht, irgendwann, wenn die hier oben produzieren, dass sie sich da was rausholen. Die sind momentan nur Zieler gewesen. So, und hier das Ganze reißen wir auch mal weg. Das auch mal weg. Hier unten. Das nehmen wir auch. Oha! Na gut. Aber egal. Das war nur eine Wand. Sollte nicht so schlimm sein. Erstmal wieder eine Foundation. Hier weiter ausbauen. Und jetzt brauchen wir hier noch so eine Art Rundung, ne? Die Rundung hier. Genau so muss das sein. Nochmal ein bisschen upgraden das Ganze. Gut. Dann die Wand dran. Brauchen wir natürlich auch. Und dann gucken wir erstmal, wie das dann aussieht. Und eine Rundung. Gut, das haben wir. So. Ah, sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, das müssen wir hier auch wegnehmen. So, und eine Wand müssen wir hier hochziehen. So, wo haben wir es denn? Da. Oh. Oh. Da haben wir aber Glück gehabt. Das, ja, hätte schief gehen können. Aber ist nicht schlimm, das sind nur die Dächer. So. Hier brauchen wir jetzt wieder so eine. Ein Adapter. Gut. Das steht erstmal. Das müssen wir dann auf der anderen Seite auch machen, ne? Oder? Ja, das war jetzt ein Turm, Leute. Das war jetzt nur ein Turm. Gut, könnt ihr euch ja vorstellen, was das bedeutet, das alles umzubauen. Ah, nee, das ist falsch.
So, und hier. Ach, hier unten müssen wir ja auch noch die Sachen hinmachen. So. Sieht schon ein bisschen größer aus und ein bisschen gemütlicher. Wollte ich mal mal angehen. Und jetzt brauchen wir noch hier diese Ecke. Und hier drüben brauchen wir sie auch. Ich hoffe mal, ich habe sie richtig gesetzt. So. Und damit haben wir das auf jeden Fall erstmal fertig. Da können wir dann ein paar Sachen reinstellen. Müssen wir mal upgraden hier, damit das so gleichmäßig aussieht. So. Das müssen wir mal auch mal bei Gelegenheit machen. Oh, müssen wir auch mal bei Gelegenheit machen hier. Dass wir das hier alles ein bisschen verstärken. Gut, das war jetzt sozusagen ein Turm. Jetzt müssen wir uns das ganze Prozedere mal anschauen. Warum steht der eigentlich hier rum? Es wird doch alles ein bisschen größer, ne? Muss man mal sagen. So, ach, das ist der falsche Turm. Den müssen wir gleich machen, damit das alles gleichmäßig aussieht. So, was ist hier? Moment mal. Ist das nicht richtig? Doch, das war doch richtig. Ah. Das war doch richtig. Ich habe mich schon gewundert. Das sah so eigenartig aus, aber es ist richtig gewesen. Das ist nämlich, weil ich das da unten aufgewertet hatte. Und das hier, das Muster ist anders. Seht ihr das? Das sind die Ecken. So. Jetzt können wir nämlich an jeder Ecke einen Turm hinstellen. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Weil man muss immer zwei Felder dazwischen haben für die Türme. Das heißt, wir können jetzt hier sozusagen zwei Türme hinstellen. Und damit die schießen, könnt ihr mal sehen, ich stelle mich mal hin und dann schaue ich, wo die Schusslinie ist. Der Turm ist jetzt halb so hoch wie ich. Also gehe ich mal davon aus, dass ich knien muss. So. Das heißt also ungefähr, ihr seht ja da unten die Gräser, diese lilanen Gräser. Da müssen die Mauern anfangen. Da, wo die Roboter abgefangen werden müssen. Weil bis dahin haben sie Schussfeld. Also sie können quasi bis hier unten schießen. Aber ich würde sagen, so ein bisschen weiter weg wäre ganz okay. Und noch vor den Kakteen, weil die stören ja da auch immer. Da würde ich sozusagen so eine Verteidigungslinie einrichten. Und dann eben halt rumziehen. Müssen wir mal schauen, weil nicht, dass die dann auch wieder rumlaufen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Turm. Müssen wir mal gucken. Können wir denn schon einen Turm bauen? Ja, können wir. Können wir, haben wir doch alles da. So, seht ihr? Können wir hier hinstellen. Und hat natürlich keine Munition. Das sind jetzt natürlich die einfachsten Türme. Ich würde hier oben definitiv, das kann ich euch schon mal sagen, keine Schrottürme hinstellen oder keine Shotgun-Türme. Weil die Range der Shotgun-Türme einfach zu nahe ist. Die Shotgun-Türme sind eher so dafür gedacht, für die Eingänge. Dafür sind die Shotgun-Türme gedacht, dass die Eingänge beschützen. Für weite Entfernungen oder so sind diese Türme hier deutlich besser. Die anderen machen natürlich ordentlich Bums, ne? Muss man mal auch sagen. Wenn man die richtige Munition hat. Ja, was kommt jetzt? 7 Piraten Level 50. Das heißt, ich muss mal schnell hier 400 Schuss herstellen. Also 40. Dann nehmen wir mal Eisen und Sulfur. Das haben wir ja. So, müsste eigentlich reichen. So, na mal los. Es geht ja eigentlich relativ fix. Shotgun, die neue wollte ich auch mal ausprobieren mit der neuen Munition. Das ist ja hier Uranium-Munition. Da steht auch extra dazu, der pure Overkill. Wir werden mal sehen, wie gut das Zeug ist. Komm schon.
Guck mal, wie schnell das geht. Die sind noch gar nicht angekommen. Da bin ich schon fertig mit den 400 Schuss. Leider kann man diese Schuss nicht aufwerten. Oder, also die Türme schon, aber die Munition nicht. Dafür schießen sie aber auch auf weitere Entfernungen. So, der ist jetzt auch voll. Aber mal gucken, der hat noch alle. Alle haben sie noch. So, jetzt könnte man hier noch einen Turm hinstellen. Würde ich auch machen. Gucken wir uns das doch mal an. Die kämpfen mit der Krabbe. Wow, die ist aber gut. Schaut euch mal diese Knarre an. Tactical Shotgun. Man muss da nicht mal mehr zielen, das Dingens. Oh, daneben geschossen. Die lädt aber verdammt schnell nach, muss man sagen. Ja, also. Sind die hier schon fertig? Also muss man sagen, die taktische Shotgun ist auch ziemlich gut. Lädt auch schnell nach. Hat zwar nur, glaube ich, 4 Schuss drin. Aber ist gut. Ja, kann man... Ist natürlich so, dass die Türme jetzt auch noch nicht aufgewertet sind, ne? Also... Ah, das ist... Muss man aber sagen... Wow. Da sind doch ein paar mehr. Also da muss ich mich drum kümmern. Ah, hier ist noch einer. Muss nachladen. So. Gut, okay. Also die schießen sich verdammt schnell leer, die Dinger. Hier haben wir noch den Alpha. Auf was haben sie denn hier hinten noch geschossen? Ach, hier war auch noch einer. Und dann haben die noch nicht mal was drin, du. Auf eine Krabbe haben sie auch noch geschossen. Also muss man sagen, die Shotgun, ja, die ist okay. Ist aber nicht so meine Waffe. Ich glaube, ich nehme wieder die andere. Ich wollte sie ja nur mal austesten. Aber man, was man hat, das hat man ja natürlich, ne? So. Hier vorne liegt noch einer. Das waren ja doch ein paar mehr. Ja, die Geschütztürme haben natürlich ordentlich gefeuert. Die müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir die aufgewertet bekommen. Shotgun. Ne, ist das ein Shotgun? Ne, Small Turret. Die feuern. Auf was schießen die denn da? Okay. Das war's jetzt. Gut, also die... Schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt müssen wir das Ganze hier noch umbauen. Mal gucken, ist das jetzt Auto? Jetzt ist Auto. Ich darf das nicht vergessen. Ich habe immer noch dieses Q-Drücken drin, also wenn man durch die Tür geht. Gut, wir packen mal die Munition mal kurz hier in die Kramkiste rein. Da ist ja 380 Fiber, nur ist aber gut hier. Leute, mehr brauchen wir jetzt nur nicht hier, ne? Da müssen wir mal gucken, was wir anderes bauen. Hier. Könnt mal hier Nanotubes bauen. Carbonfiber und Carbon-Nanotubes brauchen wir auch noch. So. Beziehungsweise, ich würde sagen, 50-50. Hier machen wir mal auch 50. Damit die nicht hier alles wegproduzieren. So, jetzt müssen wir mal das ganze Zeug hier einräumen. Was haben wir denn hier? Das muss rein. Haben wir wieder alles gelootet. So. Das Zeug muss raus. Hier ist noch was.
sehe ich gerade. Ne, das ist hier. Das Eisen muss raus. Wir haben hier Sulfur. Das können wir mal lassen. Okay, das können wir auch rausnehmen. Kupfer. Kupfer haben wir auch mittlerweile 400. Das packen wir mal auch rein. So. Ne, nicht wegschmeißen. Damit wir hier mal ein bisschen was, ein leeres Inventar kriegen. Hier brauchen wir noch die Pläne. 322, das nehmen wir mal mit. Und natürlich hier packen wir mal die Schrotmunition rein. Die können wir dann in die Shotgun-Türme setzen. Wir werden ja welche zwei Stück vor den Eingang setzen. So, und weiterbauen. Da seht ihr, da habe ich wieder Q gedrückt, aus Versehen. Jetzt geht das Ganze hier los. Nehmen wir mal die Charge Station weg. Die Türme lassen wir mal stehen, den nehmen wir mal auch weg. So. Gut. Das auch weg und hier das Licht weg. Oh. Ja gut. Naja gut, dann nehmen wir das auch noch weg. Das noch weg. Das noch weg und das noch weg. Und hier müsste das doch auch sein. So. So müsste das ja richtig sein. Okay. Umbau kann wieder beginnen. Oh, das war natürlich nicht gut. Ach, falsch gedrückt. Wir... Moment. War das richtig jetzt? Ja, das war richtig. Wir brauchen ja einmal in die Richtung und dann braucht man doch mal eine Rundung. Alles klar. Nee, das ist richtig. Korrekt. Dachte schon, ich bin jetzt falsch. Dann muss ich ja das hier... Moment mal. Dann werde ich mal hier noch eine Wand, eine Stützwand stellen. Das wäre sonst nicht gut. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann bricht mir das dann nachher über die Nase zusammen und das... Wäre natürlich sehr ärgerlich. So, hier auch. Weil manchmal ist komisch. Manchmal klappt das auf der einen Seite und dann hast du es auf der anderen Seite genauso, denkst du. Und dann Pustekuchen. Und dann bricht dir das Ganze, das halbe Gebäude weg. Das wollen wir ja vermeiden. So, das nehmen wir mal auch weg. Und hier das auch. Ja, seht ihr? Was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Ah, okay. Die Tür? Ne, die Tür sind nicht kaputt gegangen, aber das Glas ist kaputt gegangen, ne? Ja, so. Gut. Das heißt... Sag mal, hier explodiert ja alles. Ich sag ja, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas. So. Einfach mal... So, jetzt geht das. Und Tier 2, Tier 2 und Tier 2. Das werden wir mal Stück dann aufwerten, Stück für Stück. Auch wegen Erdbeben und so weiter. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und wir haben es ja. So. Das können wir mal wegnehmen hier. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal zumachen. Falls sie doch wieder gleich angreifen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen sicheren Schutzwall. Also irgendwas feuert da wieder. So, dann gehen wir mal hoch. Das nehmen wir mal weg. Das müssen wir hier, glaube ich, auch wegnehmen. So. Bin ich jetzt eins zu weit? Eins? Nee, bin ich nicht. Das sieht so groß aus. Irgendwie komisch. So. Na? Will er das Dach nicht?
Doch, jetzt will er. Irgendwie will er nicht snappen. Warum auch immer. Aber manchmal ist das komisch, dann stört da irgendwie ein bisschen was. Aber es geht. Sehr schön. So, wir brauchen jetzt wieder diese eine Wand. Nein, das war falsch. So. So ist richtig. Und wir brauchen noch dazu diese abgerundete Wand. Den Walldome, den müssen wir auch mal wegnehmen. Und den Adapter dafür probieren. Tier 2. Das machen wir auch. Okay, das auch noch hier. Sieht gut aus. Passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt brauchen wir noch normale Wände. Ach, jetzt sind das auch noch Fenster. Das sollte natürlich nicht sein. Gott. Das auch noch hier. Und das auch noch. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Dach noch schnell raufkriegen. Hier müsste auch noch was passen, genau. Und dann kommen hier noch die abgerundeten. Na bitte. Sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir mal von oben gucken, ob wir da auch nichts vergessen haben. Falsche Richtung. Ja. Das ist okay so. Jetzt kommt hier noch ein zweiter Turm rauf. Hat natürlich jetzt keine Munition. Oh, neuer Skill. Können wir gleich mal skillen. Ich frage mich mal, wenn ich den Advanced Crafting bekomme, damit ich endlich einen Jetski bauen kann. Ich meine, ich habe zwei geräubert. Muss ich mal schauen, vielleicht kann ich auch die nehmen. Ja gut, Corporate Rank. Ach Moment. Nein. Für 2000? Nein, will ich doch gar nicht. Ich will für 4000. Ach, okay. Alles klar, ich verstehe. Man muss die Dinger sparen. Ach, das ist ja interessant. Man muss die sparen. Corporate XP, ich gebe immer fleißig aus. Und jetzt sehe ich, weil ich dachte, man kriegt das automatisch. Und er wählt automatisch die Talente irgendwann. Nein, man muss die sparen. Das ist so eine Art Währung dann. Ach, guck mal einen an. Na gut, dass wir es jetzt wissen. Das heißt, wir können ja dann mal ein bisschen sparen hier. So, jetzt gucken wir uns das Ganze von draußen an, wie es erstmal aussieht. Ach, da oben fehlt ja noch die Hälfte. Naja, das kriegen wir aber auch noch gebacken. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, doch. Sieht ein bisschen wuchtiger aus, sieht nicht mehr aus wie so ein Palast, sondern das sieht jetzt so mal ein bisschen aus wie, ne? Wie ein richtiger kleiner Bunker. So wie eine richtige kleine Festung. So muss das sein. Ja, Leute, damit sind wir durch. Nächste Folge geht's weiter. Wir werden dann... Ich werde dann hier schon mal ein bisschen weiterbauen und dann werden wir mal gucken, dass wir dann nächste Folge diesen Verteidigungsgraben um die Basis ziehen. Schauen wir dann, ob das Konzept aufgeht. Ich weiß es nicht, aber damit die Gegner nicht immer rankommen, muss ich mal gucken, wie ich das gelöst bekomme. Ja, schön, dass ihr alle dabei gewesen seid und wir sehen uns. Also macht's gut. Viel Spaß.